Das musst du dir mal vorstellen. Ich bin die erste Autoelektrikerin bei uns im Betrieb. Ist krass, oder? Das ist krass, ja. Und bei den Mechanikern gibt's auch nur eine Frau. Und das im Jahre 2008. Ich komme mir damit mal vor wie ein Alien. Auf meine Schwester das Alien. Zum Wohl. Und weißt du, was das Beste ist? Ich verdiene jetzt auch mal Kohle. Dann kann ich dir helfen, diesen scheiß Kredit abzuzahlen. Also so 200 Euro im Monat müssen gehen. 200 Euro. Dann muss ich ja nur noch 300 abdrücken selber. Du kriegst das alles zurück. Jeden Cent. Ich schwör's dir. Mach dir keinen Stress, das kriegen wir schon hin, okay? Sandra! Ich hab's geschafft. Oh, Juli, Gott sei Dank. Mach, ich freu mich für dich. Guck mal hier, das ist Patrick, mein Bruder. Patrick, das ist Sandra. Sandra macht bei uns die Buchhaltung. Und sie hat mir wirklich geholfen. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was das für ein Stress ist. Wie viel Papierkram, bevor du alle Unterlagen für deine Prüfung zusammen hast. Und für mich hat das alles Sandra gemacht. Das freut mich sehr, dich kennenzulernen. Willst du dich hinsetzen? Ihr seht nicht wie Geschwister aus. Wieso? Unsere Mutter hat uns früher oft verwechselt. Ja, ihr seid doch nur durch die Größe zu unterscheiden. machst du uns mal 3 Wodka? Mhm. Vom Deutschen, ja? Okay. Das soll ein lustiger Abend werden. Prost! Auf Du warst noch nie in Afrika? Ich meine, wenn ich du wäre, das würde mich total interessieren. Ich meine, in Afrika, da leben doch deine Vorfahren. Also deren Geschichte und deren Kultur und... Ich meine, man kann ja nicht einfach nur irgendwo leben. Man muss ja auch hingehören, wo man lebt, oder? Mozartstraße 37. 2 Zimmer, Küche, Diele, Bad. Südbalkon. Willst du noch mehr über mein Zuhause erfahren? Hey, sie steht auf dich. Ich habe Sandra noch nie so gesehen. Und wie sie sich um dein Zuhause sorgt. Kinder, entschuldigen, ich muss nach Hause. Ach, ich auch. Meine Bahn, Mensch. Danke für den schönen Abend. Ich rufe euch an. Schön, ne? So, ein bisschen was anderes, wenn die kleine Schwester nicht dabei ist. Jetzt gibt's bloß was auf die Fresse, Bursche. Ach,
nicht nochmal eine deutsche Frau an. Mistsau! Hau bloß ab, ihr Penner! Uwe, ruf mal Notarzt, mach mal. Hallo? Wir sind hier in der Mozartstraße. Ich hatte keine Chance. Keine Chance. Ich weiß. Es ist Nikolaus Müller vom LKA, zur Kur rechts. Er wird dir gerne die Datei zeigen. Schaffst du das? Klar. Tut mir leid, was da passiert ist, Kollege. Herr Müller, der Arzt hat uns gerade eben gesagt, dass der Herr Grimm sich schonen soll. Mensch, Patrick, du hast so ein Glück gehabt. Da will ich nicht wissen, wie sich Pech anfühlt. Das sind alles Straftäter. Sie kennen das ja. Vielleicht schauen Sie mal rein. Die waren auf jeden Fall dabei. Am dritten bin ich mir nicht sicher. Okay. Danke. Also, wer war der dritte Mann? Der noch dabei war. Wobei? Bei der Schlägerei heute Morgen. Als sie meinen Kollegen abtot geprügelt haben. Der soll ein Bulle gewesen sein? Wahnsinn, dass es schon so weit gekommen ist. So einer bei der Polizei. Was meinst du denn mit so einer? Würden Sie mich bitte siezen? Was du damit meinst? Ich meine ernsthaft, also es würde mich mal interessieren, was habt ihr denn für Einstellungskriterien? Also nehmt ihr jetzt jeden? Warum sagen Sie es nicht einfach? Sie haben was gegen Schwarze. Nee, ich habe was gegen Vergewaltiger. Jetzt guckt ihr. Euer Kollege ist ein scheiß Vergewaltiger. Der denkt, weil er bei den Bullen ist, darf er alles. Er hat doch mit der ganzen Scheiße angefangen. Wir wollten nur mit ihm reden. Und er ist wie ein Irre auf uns los. Wir haben uns nur gewehrt. Ihr habt zu dritt auf ihn eingetreten, als er auf dem Boden lag. Also selbst wenn es so wäre, also ich find's gut, dass so einer mal eine Abreibung bekommt. Die Gesetze sind doch viel zu lasch. Ich kann doch als Bürger dieses Landes nicht zugucken, wie eine Frau vergewaltigt wird. Du hältst jetzt endlich dein verdammtes Maul, ist das klar? Dann erzählen Sie uns doch bitte mal, wen der Herr Grimm vergewaltigt haben soll. Ach, Patrick hat niemanden vergewaltigt, das ist doch Schwachsinn. Naja, wir kennen die Nummer. Einer von den Nazi-Bräuten macht einen Ausländer an und behauptet, er habe sie vergewaltigt. Und schon kommen ihre Schlägerfreunde daher und machen ihn fertig. Wir hatten das schon. Sandra ist eine gute Frau. Die lügt nicht. Frag sie doch selber. Lars. Lars, du kannst mich doch jetzt nicht einfach allein lassen. Ich lasse dir mein Shampoo da. Benutze nicht so viel auf einmal. Weniger reicht auch. Das ist alles. Mein lieber Schatz, Marco und Robin wurden abgeholt und werden dem Haftrichter vorgeführt. Und wenn ich Pech habe, holen sie mich auch. Also, verdammter Schatz, reiß dich zusammen. Ja, Entschuldigung. Warum seid ihr Weiber immer so beschissen egoistisch, ha? Was für ein Zusammenstoß, das tut mir leid. Gibt's Verletzte? Alles in Ordnung, nichts passiert. Okay. Gut. Ina. Schönen Tag. Gleichfalls. Sie beschuldigen meinen Kollegen Patrick Grimm, sie vergewaltigt zu haben. Ich war heute Morgen auf dem Revier und die haben meine Aussage aufgenommen
mich zur Untersuchung geschickt. Sie wurden gynäkologisch untersucht? Sie hatten also mit Herrn Grimm Geschlechtsverkehr? Er hat mich vergewaltigt. Dann schildern Sie bitte den Tathergang. Den habe ich schon zu Protokoll gegeben. Ja, ich weiß. Ich möchte es aber noch mal von Ihnen hören. Wir haben Julis Prüfung gefeiert und wir haben ziemlich viel getrunken. Herr Grimm und ich, wir hatten den gleichen Heimweg, also das hat er zumindest behauptet. Vor der Tür hat er mich dann plötzlich geküsst. Ich wollte das nicht, er hat gesagt, das sei überhaupt kein Problem. Er wollte mich dann einfach nur noch bis zur Haustür bringen. Bis zur Wohnungstür? Da wollte ich mich dann von ihm verabschieden. Und dann ist er plötzlich brutal geworden. Ich habe mich natürlich versucht zu wehren. Ich habe ihn gekratzt. Wieso haben Sie ihn geküsst? Ich habe ihn nicht geküsst, er hat mich geküsst. Und trotzdem haben Sie sich von ihm bis zur Wohnungstür begleiten lassen? Weil er Julis Bruder ist? Wie hätte ich denn überhaupt ahnen sollen, dass... Frau Lohse, wir wissen, dass Sie in der rechten Szene aktiv sind. Sie haben Flugblätter verteilt mit ausländerfeindlichen Parolen. Sie haben Demos für national befreite Zonen mitorganisiert. Ja, ich engagiere mich für die Gesellschaft. Ich habe mir noch nie was zu Schulden kommen lassen. Ja. Und wissen Sie, was ich denke? Sie haben getrunken. Sie haben mit Herrn Grimm geschlafen und... Ich habe nicht freiwillig... Ich hab nicht passt nicht in Ihr rechtes Weltbild. Ich habe nicht freiwillig mit ihm geschlafen. Er hat mich vergewaltigt. Das hat er nicht. Ich kenne Herrn Grimm und ich weiß, dass Sie lügen. Wir können gegen Sie ermitteln. Wegen Vortäuschung einer Straftat und wegen Anstiftung zur Körperverletzung. Angenommen. Nur mal angenommen. Sie sagen die Wahrheit. Wieso haben Sie erst Ihre Freunde angerufen und nicht gleich die Polizei informiert? Weil ich verzweifelt war. Und weil ich mich geschämt habe. Ich habe einfach nach jemandem gesucht, der mich versteht. Wer glaubt einem denn sowas, hm? Gesagt, du hast sie vergewaltigt. Was? Was ist denn jetzt los? Sie ist in der rechten Szene aktiv. Idiot. Hast du mit ihr geschlafen? Hallo Patrick. Na, wie geht's dir? Beschissen. Was ist schon los? Am besten, du erzählst einfach mal, was letzte Nacht passiert ist. Wir haben mit Juli ihre Prüfung gefeiert. Wir haben Wodka getrunken. Deutschen Wodka. Und dann ist Juli irgendwann nach Hause gegangen. Ich bin mit Sandra noch da geblieben. Und dann habe ich sie nach Hause gebracht, weil wir hatten den gleichen Weg. Vor ihrer Haustür haben wir uns dann geküsst. Sie hatte absolut nichts dagegen. Leider behauptet sie genau das Gegenteil. Du warst besoffen. Woher willst du denn wissen, dass sie nichts dagegen hatte? Weil sie mich mit in ihre Wohnung genommen hat. Sie wollte das. Sie hat freiwillig mit mir geschlafen. Sie sind erstmal vom Dienst suspendiert, Herr Grimm. Und da Sie als Vorgesetzter ohnehin befangen sind, übernehme ich jetzt hier die Ermittlungen. So. Ich würde jetzt ganz gerne mal mit dem Kollegen allein reden.
Wir bleiben. Gut. Dann bleiben Sie. Herr Grimm, Sie hatten an jenem Abend zu dritt 8 Cocktails und 15 Wodka. Wenn Sie zu besoffen waren, die Situation richtig einzuschätzen, dann sagen Sie es. Ich werde dann sehen, was ich machen kann. So besoffen kann ich gar nicht sein. Vielleicht war es ja ein Missverständnis. Sowas kommt vor. Nochmal zum Mitschreiben. Wir haben in beiderseitigem Einverständnis miteinander geschlafen. Zerreißen Sie immer die Unterwäsche Ihrer Geliebten in beiderseitigem Einverständnis. Wir haben DNA unter den Fingernägeln von Frau Lohse gefunden. Sie hatte Hämatome. Aber nicht von mir. Naja, wenigstens haben Sie ein Kondom benutzt. Sagen Sie mal, worüber haben Sie sich eigentlich so den ganzen Abend unterhalten? Über alles Mögliche. Und Ihnen ist gar nicht aufgefallen, dass das nette Mädchen ein bisschen rechts tickt? Nein. Und Ihre Schwester auch nicht? Ich meine, ist ja irgendwie komisch, ne? Ich mache mir ja nur so meine Gedanken. Sie als Dunkelhäutiger in Dunkeldeutschland? Sie müssten doch eigentlich ganz feine Antennen haben, wenn es nach brauner Scheiße riecht. Es reicht. Zurück ins Krankenhaus. Ich muss mit dir reden. Du hast eine Gehirnerschütterung. Du kommst jetzt mit? Juli, ich muss mit dir reden. Hilf mir. Das bringt doch jetzt nichts. Du kommst jetzt mit mir mit Patrick. Mama ist schon ganz krank vor Sorge. Die ruft den ganzen Tag bei mir an. Ja, hallo? Hallo? Sandra, ich bin's, Juli. Ja, hallo, Juli. Ich muss dir noch was sagen wegen meinem Bruder. Ich bin nicht sauer. Bitte nicht jetzt. Ich möchte ein bisschen allein sein. Sandra, ich habe Infos für dich, wenn du mit der Polizei redest. Hm. Komm schon, ich habe das niemandem erzählt. Sandra, mach auf. Ja, komm rein. Deine Freunde haben mich halb totgeschlagen. Wolltest du das? Warum? Warum? Was willst du? Ich will, dass du die Wahrheit sagst. Sag, dass du es freiwillig getan hast. Es war doch schön. Das ist nicht wahr. Warum? Ich will, dass du sofort meine Wohnung verlässt. Bereust du es so sehr, dass du mit mir geschlafen hast? Was ist das? Schämst du dich dafür? Für eine Vergewaltigung braucht man sich nicht zu schämen. Okay. Ich verstehe. Du denkst, wenn du sagst, dass ich dich vergewaltigt habe, dann trifft dich keine Schuld. Sondern du weißt ganz genau, wie es gewesen ist. Warum machst du das, Sandra? Ich verstehe das nicht. Es tut mir leid, Juli, das ist schlimm zu sehen, wie der Bruder wirklich ist. Sei sofort still! Du willst dich reinwaschen. Und ich soll für deinen Fehltritt büßen. Reicht es dir nicht, dass deine Freunde mich hart totgeschlagen haben? Musst du auch nur mein Leben ruinieren? Erwarte kein Mitleid mit einem Vergewaltiger. Patrick! Nimm mich nie wieder ein Vergewaltiger. Ich kenne Patrick schon mein ganzes Leben. Er hat das nicht gemacht. Dann sei froh, dass du ihn nicht kennst, wie ich ihn kenne. Sag mal, wissen deine Kollegen, dass du da bist, ja?
Sandra, was ist denn los mit dir? Wir kennen uns doch schon so lange. Zwing deine Freunde dazu. Junge, halt dich doch einfach raus. Hör auf! Es ist so her! Sandra! Gib das her! Gib das her! Was ist er? Gib das her! Er hat auf mich eingetreten, als ich schon auf dem Boden gelegen. Ich hatte Todesangst. Hattest du schon mal Todesangst? Haftrichter hat sie laufen lassen? Ich fass es nicht, sie zum Kotzen. Er konnte uns nicht beweisen, dass wir angefangen haben. Wer ist denn der Tote? Lars Ellermann. Und wer ist Lars Ellermann? Mein Kumpel. Ich habe im Wohnzimmer gepennt, als es passiert ist. Was, Sie haben geschlafen, als der Mord passiert ist? Wir haben unsere Freiheit begossen. Freiheit begossen. Wer wir? Lars, Robin und ich. Ach, dann ist dieser Lars Ellermann der dritte Mann, der an dem Überfall auf Kommissar Krim beteiligt war. Wo ist dieser Robin Bollig jetzt? Wahrscheinlich auf Arbeit. Wo war der, als der Mord passiert ist? Keine Ahnung. Als Robin sich verpisst hat, hat Lars noch gelebt. Wir hatten sich wieder mal gestritten. Und warum? Ich will wissen, warum! Dann weiß ich nicht. Irgendeine Scheiße. Kann mich nicht mehr erinnern. Drecksbulle. Gestern, ja, ich weiß. Ja, du weißt, wer das ist. Und wo der gestern herkam. Ja. Getötet wurde er durch zwei Schüsse aus nächster Nähe. Wahrscheinlich vor etwas mehr als 6 Stunden. Mhm. Wo ist er eigentlich an? Er ist auch beim Gesundheitscheck. Kannst du dir das vorstellen? Der Typ studiert Betriebswirtschaft. Guck mal da. Gandhi würde sich im Grab rumdrehen. Wahnsinn. Kannst du dir eigentlich vorstellen, dass jemand so besoffen ist, dass er einen Schuss nicht hört? Naja, bei Marco Gerlach wurden 2,9 Promille festgestellt. Außerdem hat die Spurensicherung in der Diele schwarze Wollfasern sichergestellt. Also offensichtlich hat der Täter einen Pullover, einen Schal oder sowas ähnliches benutzt, um die Schüsse zu dämpfen. Danke, Mutter. Frauenschlüssel im zweiten Zimmer links. Danke. Guten Morgen, Herr Strautschke. Ich muss Sie und Ihr Team leider bitten, den Tatort zu verlassen. Wie bitte? Ja, das LKA übernimmt auch im Mordfall Lars Ellermann. Sie wissen, dass er einer der Schläger war, die Ihren Kollegen Grimm überfallen haben? Ja, ja. Und? Grimm ist gestern Abend aus dem Krankenhaus abgehauen und hat versucht, Sandra Lohse einzuschüchtern. Er hat uns heute Morgen darüber informiert. Offenbar hat er dort ein Foto des Ermordeten mitgehen lassen. Danach hat er unsere Datei geöffnet und die Identität von Lars Ellermann festgestellt. Kurz darauf war Ellermann tot. Sie verdächtigen doch nicht etwa unseren Kollegen? So lächerlich. Gutes Gelingen. Ina, kommst du?
verstehe nicht, wie du dem einfach so das Feld überlassen kannst. Ich meine, offensichtlich hat der es auf Patrick abgesehen. Was ist das überhaupt für ein Idiot? Patrick, wir müssen uns sehen. Hey. Hey. Setz dich. Wo warst du heute Nacht? Nachdem du im Büro warst und in der LKA-Datei den Namen Lars Ellermann gefunden hast. Seid ihr gut informiert? Warst du bei ihm? Nein. Warst du bei Lars Ellermann? Patrick, Ellermann wurde gestern Nacht ermordet. Und zwar ziemlich genau eine Stunde, nachdem du am Computer die Datei geöffnet hast. Ich bin nach Hause gegangen ins Bett. Na klar. Nach dem, was du alles angestellt hast, um den Namen rauszufinden, bist du nach Hause gegangen und hast dich ins Bett gelegt. Ayo, wenn mir dieses Schwein gegenübergestanden hätte, hätte ich ihn vielleicht wirklich umgebracht. Hab ich aber nicht. Mir ging's schlecht. Ich hatte Schmerzen. Ich hab mich hingelegt. Oh Mann, das sieht nicht gut aus, Patrick. Dann schau mir in die Augen und sag mir, dass du ihn nicht ermordet hast. Natürlich habe ich ihn nicht umgebracht. Schau mir gefälligst in die Augen! Ayo, was soll denn der Scheiß? Er hat doch gesagt, dass das nicht war! Schrei mich nicht an! Er hat's doch gesagt! Ihn doch mal, jetzt bleib doch bitte mal ruhig! Ist doch wahr! Ayo, ich habe weder Sandra vergewaltigt, noch habe ich diesen Typen umgebracht. Gut, dann wissen wir das wenigstens schon mal. Der Müller wird dich schon suchen. Wir fahren jetzt ins Büro und du redest mit ihm. Und dann? Was ist dann? Verdammt, wenn ich Patrick nicht kennen würde, würde ich ihn auch für schuldig halten. Die werden ihn durch die Mangel drehen. Die werden jeden Fehler, den er je gemacht hat, ans Licht zerren. Die werden versuchen, seine Glaubwürdigkeit zu untergraben. Seine Integrität. Ayo, willst du das? Ach, ja, Gott nochmal, dann finden Sie ihn eben. Das kann doch wohl nicht so schwer sein. Der Mann hat Verwandte hier in Leipzig, oder wird... Hat sich erledigt. Herr Grimm, kommen Sie bitte mit ins Vernehmungszimmer. Was mit der Tatwaffe, mit der Ellermann erschossen wurde, Herr Müller? Es geht Sie zwar nichts an, aber Kaliber 7,65. Also, keine Polizeiwaffe. Also bitte, wir beide wissen doch, wie schwer es ist für einen Polizisten, sich eine nicht registrierte Waffe zu besorgen, oder? Also bitte, Herr Grimm. Herr Grimm hat ein Alibi für letzte Nacht. Er hat mich letzte Nacht im Kurzreif angerufen. Er war im Büro, ihm ging es nicht gut, ich sollte ihn abholen. Also bin ich ins Büro gefahren und habe ihn gefunden. Am Computer. Er war völlig am Ende. Ich wollte ihn gleich zurückfahren ins Krankenhaus, aber er wollte nicht. Also habe ich ihn mit nach Hause genommen. Und da ist er dann auch gleich eingeschlafen. Das ist die dämlichste Lüge, die ich je gehört habe. Ich lüge nie, Herr Kollege. Wenn ich Ihnen das Gegenteil beweise, sind Sie Ihren Job los, Herr Maybach. Ja, ich weiß. Sie kommen beide mit zu mir. Können wir kurz miteinander sprechen, Herr Müller? Unter vier Augen? Netter Versuch, Herr Trauschke. Leben Sie allein? Nein. Zusammen mit meinem Sohn und meiner Freundin. Ah. Dann können die beiden also bezeugen, dass Herr Grimm bei Ihnen übernachtet hat? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Was glauben Sie nicht? Ob die beiden da waren. Haben Sie einen der beiden gesehen? Nein. Mein Sohn übernachtet öfter bei seiner Freundin. Und meine Freundin ist zurzeit in Berlin. Wo hat Herr Grimm übernachtet? Im Zimmer meines Sohnes. In seinem Bett. Bettwäsche? Ja. Was für welche? Gelb mit irgendwelchen grünen Dinosauriern auf. Grün mit gelben Dinosauriern. Wie alt ist der Sohn? 17. Ja, die Wäsche lag noch im Schrank. Und wenn man mal schnell ein Bett beziehen muss, dann passiert sowas. Wer von Ihnen beiden ist heute Morgen zuerst aufgestanden? Ich war früh auf. Wann ist früh? Um 7. Ich hatte um 8.30 Uhr den Gesundheitscheck. War Herr Grimm da schon wach? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Um wie viel Uhr ist Herr Grimm aufgestanden? Ich schätze kurz nach mir, also gegen 7. Ich habe nicht auf die Uhr geschaut. Marco Gerlach hat an dem Abend seit 18 Uhr gesoffen. Laut Blutprobe hat er aber ab 23 Uhr keinen weiteren Alkohol mehr zu sich genommen. Das heißt, zum Tatzeitpunkt lag er bereits im Koma und kommt als Täter nicht mehr in Frage.
Doxycycline schon mal gehört? Das ist ein Antibiotikum. Also weiter. Wann sind Sie heute Morgen aufgestanden? Ich weiß es nicht. Um 7, um 8, um 9. Wann, Herr Grimm? Sie wollen mir unbedingt nachweisen, dass ich lüge, ja? Ich weiß, dass Sie lügen. Also gut. Nennen wir die Situation mal beim Namen. Sie wollten der rechten Schlampe einfach einen Schreck einjagen. Sie demütigen. Aber als dann Ihr Ex auftauchte und Ihnen ein paar aufs Maul gehauen hat, da sind Sie ausgerastet und haben ihn umgebracht. Hm? Ich habe jetzt echt langsam die Schnauze voll. Sie wollen das Kind beim Namen nennen, ja? Ich hatte einen schönen Abend mit der blonden Frau. Und aus dem Grund hatte ich Stress mit irgendwelchen bescheuerten Nazis. Und jetzt kommen Sie mir auch noch mit der Schwarz-Weiß-Scheiße? Und wollen daraus irgendwas ableiten, ja? Ich bin hier zur Welt gekommen. Ich bin auch Deutscher. Ich reiß mir jeden Tag den Hintern auf für den Hungerlohn. Für die Stadt hier, für dieses Land. Wenn die Leute mal kapieren würden, dass wir hier alle im selben Boot sitzen, dann würde vielleicht auch mal was gehen mit Deutschland. Dann gäbe es vielleicht wirklich einen Grund, dass man stolz drauf ist, ein Deutscher zu sein. Ich habe Sandra nicht vergewaltigt. Ich habe diesen Typen nicht umgebracht. Und ich weiß auch nicht, wann ich heute Morgen aufgestanden bin. Waren Sie und Lars Eller mal ein Paar? Wir waren kurz zusammen, aber er war immer noch mein bester Freund. Lars ist der Nett. Lars war der netteste Mensch, den ich kennengelernt habe. Der netteste Mensch, den Sie kennen, ist ein brutaler Rassist und ein Schläger. An Ihrer Stelle würde ich mal meinen Freundeskreis überdenken. Warum haben Sie sich erst heute Morgen über Herrn Grimm beschwert und nicht gestern Abend, nachdem er weg war? Nachdem, wie Sie mit mir umgegangen sind, das habe ich erst mal verdauen müssen. Ich habe die ganze Nacht kein Auge zugemacht. Der Mann macht mir Angst. Ja? Mäuschen, was ist denn passiert? Hingefallen? Oh, tut's doll weh. Haben Sie Ihrem besten Freund Bescheid gegeben, dass Herr Grimm ein Foto von ihr mitgenommen hat? Nein, habe ich nicht. Warum nicht? Nee, Mäuschen, ich kann jetzt noch nicht kommen. Nee, aber heute Abend machen wir ein Riesenpflaster drauf und dann lesen wir die Drachengeschichte zu Ende, weil ja? Weil ich mich so geschämt habe und weil okay. Ich hatte ein schlechtes Gewissen, dass ich den Herrn Grimm überhaupt in die Wohnung gelassen habe. Robin Bolleck war sehr wütend auf ihren Ex-Freund. Was lief da zwischen den beiden? Keine Ahnung. Gut, mein Schatz, ich muss jetzt mal Schluss machen. Ja? Bolleck ja. Und ihr Ex-Freund, haben die sich oft gestritten? Nicht, dass ich wüsste. Gut, Mäuschen. Bis dann. Ja, tschüss, tschüss. Ich hab dich doch lieb. Tschüss. Wenn Sie Ihren Sohn lieb hätten, dann wären Sie jetzt bei ihm. Im Kindergarten? Ich glaube, das fände er blöd. Müttern wie ihn müssten immer die Kinder wegnehmen. Kinder gehören zur Mutter. Die brauchen ihre Liebe und ihre Zuwendung. Und zwar den ganzen Tag und nicht nur eine halbe Stunde am Abend. Ja. War's das jetzt? Also Ina und ich, wir waren nochmal bei Sandra. Aber die macht einfach dicht. Wir sind keinen Schritt weiter gekommen. Oh. Kleine Versammlung, ja? Wie gemütlich. Sie haben ja eigentlich nichts mehr verloren, Herr Grimm. Gehen Sie nach Hause. Wir gehen ins Bett. Geh ich gleich mit. Und, Herr Drautschke? Was Interessantes von Sandra Lohse erfahren? Haben Sie eigentlich gesagt, dass Sie mit dem Fall gar nicht mehr betraut sind? Sie sollten sich mal mit Robin Bolleck unterhalten. Tun Sie mir bitte einen Gefallen, ja? Sagen Sie mir bitte nicht, wie ich zu ermitteln habe. Wenn Sie sich schon nicht davon abhalten lassen, permanent Ihre Nase in den Fall zu stecken. Herr Bolleck sitzt übrigens schon bei mir im Vernehmungszimmer. Warum sind Sie so früh abgehauen, wo Ihre Freunde doch so lustig gefeiert haben? Ich muss morgen früh raus. Ach so. Ich dachte, weil Sie Streit mit Ihrem Freund Ellermann hatten. Nee. Ich dachte, Sie wären Öko oder einfach spießig. Weil sie hat immer davon geredet, dass man Fleisch und Gemüse nur aus der eigenen Region kaufen soll. Und dass sie gerne selber auf einem Bauernhof leben würde. Als Selbstversorger. Hat sie irgendwas von Ihrem Freund erzählt? Ich glaube, sie hatte einen. Ja, klar, diesen BWL-Studenten. Da war sie ja so stolz drauf. Sie wollte auf jeden Fall heiraten. Und ganz viele Kinder. Weißt du, ob sie noch glücklich gewesen ist?
Hat sie davon irgendwas erzählt? Juli, denk nach. Vor 2-3 Wochen, da ging es ihr nicht so gut. Ich habe gefragt, was los ist, aber sie wollte mir das nicht erzählen. Vielleicht war das Liebeskummer. Hat sie was über ihre Familie erzählt? Großeltern. Zu ihren Eltern hat sie keinen Kontakt. Die Mutter ist in Westen, als sie klein war, und der Vater hat gesoffen. Ich kann das schon verstehen, dass sie sich nach einer heilen Welt sehen. Ich könnte ja nicht ahnen, was sie darunter versteht. Sie hat doch Antibiotika geschluckt und sie hat erzählt, das sind Vitaminpillen. Weißt du, was sie hat? Nö. Ist sie krank? Hat sie eine Entzündung? Irgendwas an den Bronchien? Nebenhöhlen? Irgendwas? Juli? Nicht, dass ich wüsste. Ist schon blöd, wenn man Freunde hat, die Nächte durchsaufen und man selber muss früh raus, hm? Ich mach mir nichts aus Alkohol. Die sind ja eine ziemliche Spaßbremse. Ein deutscher Mann, der kneift, wenn's ans Saufen geht, das ist doch das Letzte. Sie können mich nicht provozieren. Aber Ihr Freund Ellermann hat Sie provoziert. Natürlich hat er Sie provoziert. Er hatte alles, was Sie nicht haben. Er war ein ganzer Kerl, er sah gut aus, er war locker, hatte Erfolg bei Frauen. Und er musste nicht morgens früh um 7 zur Maloche. Mir macht meine Arbeit Freude. Was die Frauen angeht, da warte ich lieber auf die Richtige. Ging es etwa um eine Frau? Nein. Sind Sie in Sandra Lohse verliebt? Nein. Nein, bin ich nicht. Na, das kam jetzt aber ein bisschen heftig, hm? Schauen Sie, mir tat Sandra einfach nur leid. Erst die Trennung, dann die Vergewaltigung. Und Lars hat dabei nur an sich gedacht. Also, der hat einfach jede Frau gevögelt, die er finden konnte. Der ist sogar auf den Straßenschlicht gegangen. Und deshalb haben Sie gestritten? Na, ich habe ihn deswegen kritisiert. Und er hat mich dann als schwul beschimpft. Und? Sind Sie eine Schwuchtel? Nein! Nein, schauen Sie, ich habe Prinzipien. Ja. Treue, Ehre. Das ist, was mir wichtig ist. Was? Hat Lars Ellermann sich eine Geschlechtskrankheit eingefangen? Haben Sie die Frage verstanden? Ja, ich weiß nicht, wie das heißt. Irgendwas. Irgendwas mit Chlamytüten oder so. Chlamydien, er meint Chlamydien. In manchen Fällen kann es durch eine verschleppte Chlamydieninfektion zur Unfruchtbarkeit bei Frauen kommen. Das hier ist ein Durchsuchungsbeschluss für Ihre Wohnung. Nein, der nicht. So, setzen Sie sich bitte mal dahin. Sagen Sie, was war eigentlich der Grund für Ihre Trennung von Lars Ellermann? Man hatte zu unterschiedliche Interessen. Ja. Wussten Sie, dass er Sie mit Nutten betrügt, die er sich gerne auch mal vom Straßenstrich geangelt hat? Er hat Sie mit Chlamydien angesteckt, stimmt's? Was soll es sein? Es sind Bakterien, die zu Unfruchtbarkeit führen können, wenn man sie zu spät erkennt. Und du hast gedacht, Lars Ellermann ist genau der Richtige für dich. Die richtigen Gene, die richtige Gesinnung. Du wolltest Kinder von ihm, stimmt's? Ganz den Stall voll. Na und? Was ist daran verkehrt? Warum hat er denn mit dir Schluss gemacht? Weil du keine Kinder mehr bekommen kannst. Weil er noch gar keine wollte, er war einfach nicht so weit. Das heißt, es war ihm egal, dass du unfruchtbar bist. Ist ja noch viel schlimmer. Das geht dich nichts an. Doch. Das geht mich was an, Sandra. Weil du mich da reingezogen hast. Du hast mich zum Sündenbock gemacht für dein verkorkstes Leben. Für alles, was dein Freund dir angetan hat. Du überschätzt dich, Patrick. Gibt es hierfür auch noch einen Schal? Keine Ahnung, ich habe keinen. Vielleicht ist Ihrer kaputt gegangen, weil Sie ihn als Schalldämpfer benutzt haben. Unsere Technik hat mithilfe der Wollfasern vom Tatort das Material rekonstruiert und es ist genau dasselbe wie dieses hier. Na, und glauben Sie, das ist ein Einzelstück?
Sie haben ein Problem, Frau Lohse. Das habe ich überhaupt nicht. Er hat ein Problem. Sie merken überhaupt nicht, was hier los ist, oder? Sie merken überhaupt nicht, was der vorhat. Als er das Foto gesehen hat von Lars, da... Du warst so blind vor Hass. Stimmt. Vielleicht habe ich dich ja auch erst auf die Idee gebracht. Oder hast du den Plan schon vorher? Als er dich eiskalt abserviert hat, dein toller Freund. Wenn er mich nicht geliebt hätte, warum hat er dich dann krankenhausreif geschlagen, hä? Warum hätte er das machen sollen, wenn ich ihm scheißegal gewesen wäre? Vielleicht, weil es ihm Spaß gemacht hat. Ich habe keine Lust, mich von dem Subjekt länger beschuldigen zu lassen. Du wirst niemals ein Kind zur Welt bringen. Niemals wird ein kleiner Mensch dich bedingungslos lieben und Mama zu dir sagen. Ich hätte dich töten sollen. Das war's. Du bist raus aus der Sache. Danke nochmal. Wir sind noch nicht so weit, oder? Wir arbeiten dran. Vorstellen. Ich bin die erste Autoelektrikerin bei uns im Betrieb. Ist krass, oder? Das ist krass, ja. Und bei den Mechanikern gibt es auch nur eine Frau. Und das im Jahre 2008. Ich komme mir da manchmal vor wie ein Alien. Auf meine Schwester das Alien. Zum Wohl. Und weißt du, was das Beste ist? Ich verdiene jetzt auch mehr Kohle. Dann kann ich dir helfen, diesen scheiß Kredit abzuzahlen. Hm. Also so 200 Euro im Monat müssten gehen. 200 Euro. Da muss ich ja nur noch 300 abdrücken selber. Du kriegst das alles zurück. Jeden Cent. Ich schwör's dir. Mach dir keinen Stress, das kriegen wir schon hin, okay? Sandra! Nein, ich hab's geschafft. Oh, Juli, Gott sei Dank. Mach, ich freu mich für dich. Guck mal hier, das ist Patrick, mein Bruder. Patrick, das ist Sandra. Sandra macht bei uns die Buchhaltung. Und sie hat mir wirklich geholfen. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was das für ein Stress ist, wie viel Papierkram, bevor du alle Unterlagen für deine Prüfung zusammen hast. Und für mich hat das alles Sandra gemacht. Das freut mich sehr, dich kennenzulernen. Willst du dich hinsetzen? Ihr seht nicht wie Geschwister aus. Wieso? Unsere Mutter hat uns früher oft verwechselt. Ja, ihr seid doch nur durch die Größe zu unterscheiden. machst du uns mal 3 Wodka? Mhm. Vom Deutschen, ja? Okay. Vitamin. Soll ein lustiger Abend werden. Prost! Auf Autoelektrik. Du warst noch nie in Afrika? Ich meine, wenn ich du wäre, das würde mich total interessieren. Ich meine, in Afrika, da
da leben doch deine Vorfahren. Also deren Geschichte und deren Kultur und... Ich meine, man kann ja nicht einfach nur irgendwo leben. Man muss ja auch hingehören, wo man lebt, oder? Mozartstraße 37. Zwei Zimmer, Küche, Diele, Bad. Südbalkon. Willst du noch mehr über mein Zuhause erfahren? Steht auf dich. Ich habe Sandra noch nie so gesehen. Und wie sie sich um dein Zuhause sorgt. Kinder, Entschuldigung, ich muss nach Hause. Ach, ich auch. Meine Bahn, Mensch. Danke für den schönen Abend. Ich rufe euch an. Was für ein Abend. Was anderes, wenn die kleine Schwester nicht dabei ist. Jetzt gibt's bloß was auf die Fresse, Bursche. Nicht nochmal eine deutsche Frau an. Mistsau! Komm mit mir! Fette! Haut bloß ab, ihr Penner! Uwe, ruf mal Notarzt, mach mal. Hallo? Wir sind hier in der Mozartstraße. Ich hatte keine Chance. Keine Chance. Ich weiß. Das ist Nikolaus Müller vom LKA, Sokor rechts. Er wird dir gerne die Datei zeigen. Schaffst du das? Klar. Tut mir leid, was da passiert ist, Kollege. Herr Müller, der Arzt hat uns gerade eben gesagt, dass der Herr Grimm sich schonen soll. Mensch, Patrick, du hast so ein Glück gehabt. Da will ich nicht wissen, wie sich Pech anfühlt. Das sind alles Straftäter. Sie kennen das ja. Vielleicht schauen Sie mal rein. Die zwei hier, die waren auf jeden Fall dabei. Am dritten bin ich mir nicht sicher. Okay. Danke.
Wer war der dritte Mann? Der noch dabei war. Wobei? Bei der Schlägerei heute Morgen. Als sie meinen Kollegen hat totgeprügelt haben. Der soll ein Bulle gewesen sein? Wahnsinn, dass es schon so weit gekommen ist. So einer bei der Polizei. Was meinst du denn mit so einer? Würden Sie mich bitte siezen? Was du damit meinst? Ich meine ernsthaft, also es würde mich mal interessieren, was habt ihr denn für Einstellungskriterien? Also nehmt ihr jetzt jeden? Warum sagen Sie es nicht einfach? Sie haben was gegen Schwarze. Nee, ich hab was gegen Vergewaltiger. Jetzt guckt ihr. Euer Kollege ist ein scheiß Vergewaltiger. Der denkt, weil er bei den Bullen ist, darf er alles. Er hat doch mit der ganzen Scheiße angefangen. Wir wollten nur mit ihm reden. Und er ist wie ein Irre auf uns los. Wir haben uns nur gewehrt. Ihr habt zu dritt auf ihn eingetreten, als er auf dem Boden lag. Also selbst wenn es so wäre, also ich finde es gut, dass so einer mal eine Abreibung bekommt. Die Gesetze sind doch viel zu lasch. Ich kann doch als Bürger dieses Landes nicht zugucken, wie eine Frau vergewaltigt wird. Du hältst jetzt endlich dein verdammtes Maul, ist das klar? Dann erzählen Sie uns doch bitte mal, wen der Herr Grimm vergewaltigt haben soll. Ach, Patrick hat niemanden vergewaltigt, das ist doch Schwachsinn. Naja, wir kennen die Nummer. Einer von den Nazi-Bräuten macht einen Ausländer an und behauptet, er habe sie vergewaltigt. Und schon kommen ihre Schlägerfreunde daher und machen ihn fertig. Wir hatten das schon. Sandra ist eine gute Frau. Die lügt nicht. Frag sie doch selber. Lars. Lars, du kannst mich doch jetzt nicht einfach allein lassen. Ich lasse dir mein Shampoo da. Benutze nicht so viel auf einmal. Weniger reicht auch. Das ist alles. Mein lieber Schatz, Marco und Robin wurden abgeholt und werden dem Haftrichter vorgeführt. Und wenn ich Pech habe, holen sie mich auch. Also, verdammter Schatz, reiß dich zusammen. Ja, Entschuldigung. Warum seid ihr Weiber immer so beschissen egoistisch, ha? Was für ein Zusammenstoß, das tut mir leid. Gibt's Verletzte? Alles in Ordnung, nichts passiert. Okay. Ina. Schönen Tag. Gleichfalls. Sie beschuldigen meinen Kollegen Patrick Grimm, sie vergewaltigt zu haben. Ich war heute Morgen auf dem Revier und die haben meine Aussage aufgenommen und mich zur Untersuchung geschickt. Sie wurden gynäkologisch untersucht? Sie hatten also mit Herrn Grimm Geschlechtsverkehr? Er hat mich vergewaltigt. Dann schildern Sie bitte den Tathergang. Den habe ich schon zu Protokoll gegeben. Ja, ich weiß. Ich möchte es aber noch mal von Ihnen hören. Wir haben Julis Prüfung gefeiert und wir haben ziemlich viel getrunken. Herr Grimm und ich, wir hatten den gleichen Heimweg, also das hat er zumindest behauptet. Vor der Tür hat er mich dann plötzlich geküsst. Ich wollte das nicht. Er hat gesagt, das sei überhaupt kein Problem. Er wollte mich dann einfach nur noch bis zur Haustür bringen. Bis zur Wohnungstür. Da wollte ich mich dann von ihm verabschieden. Und dann ist er plötzlich brutal geworden. Ich habe mich natürlich versucht zu wehren. Ich habe ihn gekratzt. Wieso haben Sie ihn geküsst? Geküsst, er hat mich geküsst. Und trotzdem haben Sie sich von ihm bis zur Wohnungstür begleiten lassen. Weil er Julis Bruder ist? Wie hätte ich denn überhaupt ahnen sollen, dass... Frau Lohse, wir wissen, dass Sie in der rechten Szene aktiv sind. Sie haben Flugblätter verteilt mit ausländerfeindlichen Parolen. Sie haben Demos für national befreite Zonen mitorganisiert. Ja, ich engagiere mich für die Gesellschaft.
Ich habe mir noch nie was zu Schulden kommen lassen. Ja. Und wissen Sie, was ich denke? Hm? Sie haben getrunken. Sie haben mit Herrn Grimm geschlafen und... Ich hab mich dieses freiwillig... Ich hab mich freiwillig. Passt nicht in Ihr rechtes Weltbild. Ich hab nicht freiwillig mit ihm geschlafen. Er hat mich vergewaltigt. Das hat er nicht. Ich kenne Herrn Grimm und ich weiß, dass Sie lügen. Wir können gegen Sie ermitteln. Wegen Vortäuschung einer Straftat und wegen Anstiftung zur Körperverletzung. Angenommen. Nur mal angenommen. Sie sagen die Wahrheit. Wieso haben Sie erst Ihre Freunde angerufen und nicht gleich die Polizei informiert? Weil ich verzweifelt war. Und weil ich mich geschämt habe. Ich habe einfach nach jemandem gesucht, der mich versteht. Wer glaubt einem denn sowas, hm? Gesagt, du hast sie vergewaltigt. Was? Was ist denn jetzt los? Sie ist in der rechten Szene aktiv. Idiot. Hast du mit ihr geschlafen? Hallo Patrick. Na, wie geht's dir? Beschissen. Was ist schon los? Am besten, du erzählst einfach mal, was letzte Nacht passiert ist. Wir haben mit Juli ihre Prüfung gefeiert. Wir haben Wodka getrunken. Deutschen Wodka. Und dann ist Juli irgendwann nach Hause gegangen. Ich bin mit Sandra noch da geblieben. Dann habe ich sie nach Hause gebracht, weil wir hatten den gleichen Weg. Vor ihrer Haustür haben wir uns dann geküsst. Sie hatte absolut nichts dagegen. Leider behauptet sie genau das Gegenteil. Du warst besoffen. Woher willst du denn wissen, dass sie nichts dagegen hatte? Weil sie mich mit in ihre Wohnung genommen hat. Sie wollte das. Sie hat freiwillig mit mir geschlafen. Sie sind erstmal vom Dienst suspendiert, Herr Grimm. Und da Sie als Vorgesetzter ohnehin befangen sind, übernehme ich jetzt hier die Ermittlungen. So. Ich würde jetzt ganz gerne mal mit dem Kollegen allein reden. Wir bleiben. Gut. Dann bleiben Sie. Herr Grimm, Sie hatten an jenem Abend zu dritt 8 Cocktails und 15 Wodka. Wenn Sie zu besoffen waren, die Situation richtig einzuschätzen, dann sagen Sie es. Ich werde dann sehen, was ich machen kann. So besoffen kann ich gar nicht sein. Vielleicht war es ja ein Missverständnis. Sowas kommt vor. Nochmal zum Mitschreiben. Wir haben in beiderseitigem Einverständnis miteinander geschlafen. Zerreißen Sie immer die Unterwäsche Ihrer Geliebten in beiderseitigem Einverständnis. Wir haben DNA unter den Fingernägeln von Frau Lohse gefunden. Sie hatte Hämatome. Aber nicht von mir. Naja, wenigstens haben Sie ein Kondom benutzt. Sagen Sie mal, worüber haben Sie sich eigentlich so den ganzen Abend unterhalten? Über alles Mögliche. Und Ihnen ist gar nicht aufgefallen, dass das nette Mädchen ein bisschen rechts tickt? Nein. Und Ihre Schwester auch nicht? Ist ja irgendwie komisch, ne?